It's disappointing at the moment because in the end we're always here trying to justify the games and everything, and we come back with a lose today. So I think we're all gonna take a step back again, and we have to fight. There's nothing else to say. You know, we have to fight for our season. We have to fight for the team. We have to fight for the club. I think to lose today is it's a bad one again. But we will come back. We have to come back. Ich begrüße euch zu einem neuen Wochenrückblick, liebe Herr Thanerinnen und Herr Thaner. Dieser wird wie immer von 94.3 RS2 präsentiert. Nach dem ernüchternden 3:0 in Freiburg steht in dieser Woche gleich schon das nächste richtungsweisende Spiel gegen Eintracht Frankfurt an. Und gerade dann, wenn alles gegen einen zu laufen scheint, ja dann zeigt sich Charakter und Moral. Zwei Dinge also, die gerade im Abstiegskampf essentiell sind. Die Trainingswoche aber, die startete gleich mit zwei positiven Nachrichten. Und welche das waren, das seht ihr jetzt. Sieben Grad, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und damit die perfekten Voraussetzungen für ein hochengagiertes Auftakttraining vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das also die erste gute Nachricht an diesem Dienstagmorgen. Die zweite sollte gleich folgen, denn Coach Teifen Korkut kann personell nahezu wieder aus dem Vollen schöpfen. Das Corona-Lazarett lichtet sich und bis auf Alex Schwolo zeigten sich alle Covid-geplagten Spieler wieder genesen, matchfit und motiviert auf dem Trainingsplatz. Lediglich Rüne Jahrstein und Kilian Nsona befinden sich weiterhin im Aufbautraining. Ansonsten haben sich die Reihen unserer Berliner endlich wieder gut gefüllt. Am Dienstagmorgen trainierte Stevan Jovetic aufgrund der Belastungssteuerung vorsichtshalber individuell in der Kabine, während Marton Dardai nach langer Verletzungspause endlich wieder auf dem Platz zu sehen war. Der Youngster arbeitete gemeinsam mit Linus Gechter in einer Art Zirkeltraining aus Kraft und Koordination an seinem Comeback. Auch das eine gute Nachricht zu Beginn dieser Woche. Für den Rest ging es im Mannschaftstraining allen voran um den Ball. Taifun Korkut forderte immer wieder die Gier nach dem Ball ein und motivierte die Jungs stetig dazu, die Kugel zu fordern und Lösungen mit dem Ball zu finden. Wohl wissend, dass man beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, die bei ihrer Spielphilosophie auf schnelle Konter setzen, vermutlich einen hohen Ballbesitzanteil haben wird. Gesagt, getan, lief das Leder durch die Reihen. Der gemeinsame Auftrag für unsere wiedergewachsene Gruppe ist auch in dieser Woche eindeutig. Beharrlich bleiben, weiterarbeiten und alles dafür geben, sich selbst und alle Anhängerinnen und Anhänger vor heimischer Kulisse für das Engagement zu belohnen. Jetzt liegt es an Ihnen selbst, genau das auch umzusetzen. Am vergangenen Samstag stand unser Kapitän mit der Binde wieder auf dem Rasen. In dieser Woche ging Dedrick Boyata auch abseits des Platzes erneut voran. Der Berliner Fußballverband organisiert im März einen Aktionsmonat zum Thema Homo und Transphobie. Dabei haben die Berliner Amateurvereine die Möglichkeit, beim BFV sowohl Regenbogen-Kapitänsbinden als auch die rosa-blauen Transbinden zu bestellen. Wir als Verein und natürlich auch unser Kapitän Dedrick Boyata wollen alle Berliner Clubs dazu animieren, sich einer der beiden Binden zu bestellen und damit ein klares Zeichen gegen jegliche Form der Ausgrenzung zu setzen. Euer Engagement und das klare Bekenntnis zu einer freien, vielfältigen und bunten Gesellschaft wollen wir natürlich belohnen. Holt euch einer der beiden Binden, lauft damit auf, schickt uns Fotos von der Aktion und erhaltet Stadiontickets für ein Heimspiel. Unser Kapitän wird beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt übrigens mit der Transbinde am Arm die Jungs auf das Spielfeld führen. Gemeinsam machen wir uns stark gegen jegliche Form der Diskriminierung. Alle weiteren Infos gibt es auf unserer Homepage unter www.herthabsc.com. Jahre. Das heißt normalerweise Volljährigkeit. Bei Benny Weber heißt es diesmal Abschied. Unser langjähriger Akademieleiter wurde am vergangenen Freitagabend im Rahmen unseres U23-Heimspiels gegen Luckenwalde offiziell verabschiedet.
Im Namen aller Herthaner war es uns ein Bedürfnis, dich hier zu verabschieden. Nochmals herzlichen Dank für eine tolle Zeit mit dir und für alles, was du für den Verein gemacht hast. In seiner rund 18-jährigen Amtszeit bei Hertha BSC blickt der 41-Jährige auf zahlreiche Highlights zurück. Dass unsere Akademie so gut aufgestellt ist, haben wir auch seiner Arbeit zu verdanken. Unsere U23 bedankte sich hingegen am vergangenen Freitagabend für Bennys treue, langjährige und aufopferungsvolle Arbeit gleich mit 3 Punkten und 4 hübsch eingepackten Toren gegen den FSV Luckenwalde. Grund genug für Benny und die Jungs nach dem Abpfiff nochmal zusammenzukommen und sich gebührend zu verabschieden. 18 Jahre Hertha BSC gehen für Benjamin Weber jetzt zu Ende. Ein emotionaler Abschied mit gemischten Gefühlen. Vielen Dank an euch. Einerseits geht eine unheimlich tolle Zeit zu Ende, also 18 Jahre. Also ich habe mein bisheriges Berufsleben fast ausschließlich hier verbracht, und das ist schon auch ein Punkt, der für mich natürlich einschneidend ist. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch, dass ich nach 18 Jahren, sage ich mal, einen Schnitt mache. Aber es liegen halt natürlich in der ganzen Zeit so unheimlich viele schöne Erinnerungen, so unheimlich tolle Menschen, mit denen man zusammenarbeiten durfte, und natürlich auch extrem viele Erlebnisse, die man mitnimmt und die mich natürlich auf ewig natürlich mit Hertha verbinden werden. Und die behalte ich auf jeden Fall in positiver Erinnerung. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt in dieser Saison auch unser kommender Gegner aus Frankfurt. Nach der Hinrunde stand die Elf von Oliver Glasner auf Platz 6 in der Liga und kassierte lediglich eine Niederlage in 11 Spielen. In der noch jungen Rückrunde zeigt die Eintracht ein anderes Gesicht. Zuletzt verlor man erstmals in dieser Saison und erstmals unter Oliver Glasner 3 Bundesligaspiele in Folge. Dazu ist die SGE seit 3 Bundesligaspielen torlos. Eine solche Serie war ihr zuletzt vor knapp 5 Jahren widerfahren. Das bedeutet in der Liga Platz 10. Die Glasner-Handschrift ist bei der Eintracht trotz der jüngsten Ergebniskrise deutlich zu erkennen. Top 3 in den Statistiken Laufdistanz, Sprints und intensiven Läufen. Für das physisch hochanspruchsvolle Spiel der Eintracht, die gerade nach erfolgreichem Ballgewinn mit viel Tempo nach vorne umschaltet, stehen unter anderem Gibrisso, der die zweitmeisten Kilometer ligaweit abspult, und Jesper Lindström, der in der Liga die drittmeisten Sprints absolviert. Die Eintracht holte in dieser Bundesliga-Saison auswärts deutlich mehr Punkte als zu Hause. Wir holten dagegen aus den 4 Heimspielen der Rückrunde leider nur 1 Punkt und wollen jetzt unbedingt mit gesteigerter Zuschauerzahl und eurem Support auf den Rängen den ersten Rückrundendreier holen. Trotzdem muss der erste Schritt von uns kommen. Von jedem Spieler, der dann auf dem Platz ist, auch den Fans, gerade in so einem wichtigen Spiel jetzt, wo wir wirklich die ganze Geschichte auf unsere Seite kippen lassen wollen, dass sie nochmal wirklich den Fans auch das Gefühl geben, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Ja, es gibt das Comeback einiger Fans am Samstagnachmittag. Das freut uns wirklich sehr. Für Marc-Oliver Kempf wird es am Samstag auch zu einem Comeback kommen. Und zwar gegen die alte Liebe. Denn insgesamt 7 Jahre kickte Marc für die Eintracht. Nach seiner Rotsperre gegen RB Leipzig steht er am Samstagnachmittag vor seinem 3. Bundesligaspiel für Hertha BSC. Einer spielt besonders gerne gegen Eintracht Frankfurt. Der in der Rückrunde noch torlose Marco Richter erzielte in seiner Bundesliga-Karriere gegen keinen anderen Verein so viele Tore wie gegen Frankfurt. 5 Stück bereits. Eins davon unter anderem ja im Hinspiel. Das war übrigens sein erstes Tor für die Hertha. Lust auf den ultimativen Hoffnungsschimmer? Ja, dann aufgepasst. Hertha BSC feierte in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Verein mehr Siege als gegen Frankfurt. Tore gelangen uns in der Bundesliga-Historie auch gegen keinen anderen Verein so viele wie gegen die SGE. Insgesamt schon 116, und 6 davon gab es im Jahr 2013.
Ein Spiel und seine Geschichte. Und nun, liebe Freunde, hört gut zu. Es war einmal. Das Jahr 2013. Erster Spieltag der Fußball-Bundesliga und unsere Blau-Weißen nach ihrem Aufstieg aus der zweiten Liga das erste Mal im Oberhaus wieder mit dabei. Zu Gast im Olympiastadion die Eintracht aus Frankfurt mit Armin Fee an der Seitenlinie, dem jungen Kevin Trapp zwischen den Pfosten und Knipser Alex Meyer in vorderster Front. Jos Luhukay und seine Aufstiegself mit Baumjohann, Ben Hatira und Co. hingegen mit großem Ziel vor ausverkauftem Haus einen guten Start in die neue Bundesliga-Saison zu erwischen. Und was soll ich sagen? Das Ziel sollte sich am frühen Samstagabend als erfüllt herausstellen. Denn es folgte 90 Minuten ein Festival der Tore und Torchancen. Die Eintracht erwischte dabei den besseren Start ins Spiel und kam durch Flum und Rosenthal zu ersten Chancen. Das erste Tor an diesem Nachmittag gehörte aber Adrian Ramos. Nach zuvor bereits hochkarätigen Chancen unserer Herthaner schloss Ramos nach einem gut ausgespielten Konter über Ben Hatira erfolgreich ab. Gegen die nun sehr selbstbewussten Hauptstädter tat sich die Eintracht plötzlich schwer. Nach einer halben Stunde und einem Standard traf Brooks in seinem ersten Bundesligaspiel aus dem Gewühl heraus gleich zum 2:0. Doch diesmal gelang den Frankfurtern eine schnelle Antwort auf den erneuten Rückschlag. Ramos brachte Rosenthal im Strafraum zu Fall und Alex Meyer verwandelte den Anschlusstreffer daraufhin sicher vom Punkt. Mit 2:1 und einem ansehnlichen Spiel ging es in die Kabine. In Hälfte 2, die Herthaner aber wie entfesselt. Jos Luhukay fand in der Halbzeitansprache wohl die richtigen Worte, denn es folgte ein wahres Schützenfest. Der zweifache Alagui, Ramos und Ronny schraubten das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe. Wahnsinn! So sahen die feiernden Berliner Fans am Ende einen 6:1 Kantersieg und einen fulminanten Start ihres Aufsteigers. Hertha BSC übernahm mit dem Ergebnis prompt die Tabellenspitze. Ja, Schützenfest hin oder her, am Samstagnachmittag zählen nur die 3 Punkte. Und wie wir die erreichen können, ja, das erzählt mir vielleicht Axel Kruse in unserer Matchday-Warm-Up-Show in dieser Woche. Die gibt's wie immer am Samstag ab 11 Uhr auf all unseren Kanälen. Und wenn ich gerade schon mal bei Kanälen bin, ich kann euch endlich die neue Mach dich Hertha-Website sehr ans Herz legen. Sie soll euch ab sofort über alles rund um Gesundheit informieren. Und in dieser Woche würde ich gerne den neuen Artikel Powernap, so schläfst du mittags richtig, von unserem Athletiktrainer Marc Ritter ans Herz legen. Denn Schlaf, ihr wisst es alle, ist das A und O, gerade im Thema ausgewogene Gesundheit, aber auch Leistungsfähigkeit. Schaut da auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Und das war's jetzt erstmal von mir. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Ciao.